Was geht, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Ficketinern zurück bei Let's Play. Sonic Colors Ultimate. So, Revanche ist angesagt. Letztes Part haben wir schon mal die Hauptzonen von Starlight Carnival abgeschlossen. Tja, und das versuchen wir uns nochmal beim hiesigen Rivalenduell gegen Metal Sonic. Hoffen wir mal, dass es diesmal besser aussehen wird. So, come on. So, gehen wir schon weiter hier. So schnell es nur geht. So, da drunter und drauf. Push the button und auf geht's hier. Muss jetzt mal laufen. Und dieses Mal aber trotzdem ein bisschen vorsichtiger vorangehen hier. Ich hoffe nur, der hat keinen Gummiband-Effekt, wo er stetig wieder es stetig schaffen kann, dran zu bleiben, egal wie schnell man ist. Ups. Habe ich den einen zerstört? Warum habe ich jetzt die extra. Weißen Mist bekommt man ja immer, wenn man von der Rampe abspringt. Na komm her, du! Ja, toll. So. Jetzt so. Na komm her, du! Traut dich ruhig! Die sind eigentlich nicht dumm, weil die wissen, ja. Das wird nicht gut enden, wenn ich da ständig rumswitche. Sieht aber auch ein bisschen blöd aus, wie er da so rumbackt. Dazwischen. Mann, so eine riesen Entfernung. So, jetzt war. Oh nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Und ich liebe es, wie da gerade keine Musik läuft. So, jetzt muss ich das noch irgendwie durchmachen. Oh oh, da war Metal Sonic jetzt auch gleich die Nase von, wie ich sehen darf. Wie ist er da vor mir noch hochgekommen? Hätte dich da schneller den Würfelwisp aktivieren müssen. Na. Mach auf da und schnell durch. Komm schon. So, ich hoffe, ich kriege das noch hin. Nicht, dass er doch noch vor mir ins Ziel kommt. So, schön abstürzen da. Oh man. Habe ich es geschafft? Ha! Yes! Dieses Mal ging's gut. Na also. Geschafft. So will ich das sehen. Aber sowas von. Und weitere 50 Münzen. Nice. Okay. Dann beenden wir jetzt hier den Starlight Carnival. Zumindest schon mal casual. Mit dem nächsten Boss. Wenn ich ein Alien wäre und Hilfe bräuchte, wo wäre ich dann? Ich weiß aus Erfahrung, dass man alles, was leuchtet, näher unter die Lupe nehmen sollte. Hä? Was? Und aus Erfahrung weiß ich auch, dass man Probleme am besten löst, indem man Roboter verhaut. Besuchern ist es untersagt, die Aliens zu füttern, zu streicheln oder zu retten.
Entschuldigung, Riesenroboter. Was ist dir lieber? Die harte oder die sanfte Tour? Hab ich's doch gewusst. Darf ich bitten? Oh, den habe ich doch nicht gehört, den neuen Remix. Vom dritten und sechsten Boss. So, ich muss irgendwie schneller vorankommen. Dazu benötige ich auch... Oh, ich kann auch so. So, einen der Scheinwerfer haben wir schon mal... Oh, nee, leider war kein Wisp dabei. Heute nämlich. Moment. Ja, hier verbräuchte ich auch den Laser Wisp. Na schnell! Das macht extra Damage. Jetzt kann man den Boss auch schon schnell erledigen. Oh, schön der Stachelkugel ausgewichen. Und immer wieder Boost auffüllen dabei. Jetzt dreht er durch. So, da ist der Laser Wisp. Komm, erwisch ihn damit. War's das? Nee, der lebt doch. Oh shit. Na warte, aber jetzt war's das mit dir. Oh! Hab nicht gewusst, dass er auch noch so einen Dialog macht. Okay, es wird aber bestimmt kein S-Ram, weil ich einmal Schaden genommen habe. Nope! Leider! Aber kann man nichts machen. Kannst du machen nichts, musst du gucken zu. BBAZ verpasst. Den besten Bosskampf aller Zeiten. Nun, hat dir Jacker neue Infos oder Limericks verraten oder was auch immer er quasselt? Du weißt ja, das Übersetzungsgerät ist noch nicht ganz ausgereift. Das kann man wohl laut sagen. Also, die Aliens bestehen jedenfalls aus einer unglaublich starken Energiequelle. Der Hyperkraft. Die steckt in ihnen drin. Wie eine Art Batterie? Tja... Es ist ihre Lebensquelle. Du hattest ja einen Vorgeschmack und weißt, was passiert ist. Batterie ist sozusagen eine Untertreibung. Lustigerweise hatte das Gerät es erst als widerlichen Körpergeruch übersetzt. Na, so ein Fiesling. Du weißt sicher, wen ich meine. Den sie Eierkopf-Nasenhaar nennen, nimmt... Eierkopf-Nasenhaar? Ich lach mich kaputt. Den muss ich mir merken. Ich weiß, ich hab's mir schon notiert. Jedenfalls nimmt er ihnen ihre Kraft weg. All ihre Kraft. Und er verwendet sie für ein böses Brötchen? Eine böse Wecke? Oder nein, Zecke? Ach so, für böse Zwecke. Geschickt ausspioniert. Weiter so. Hey, wo willst du denn nun wieder hin? Den Eierkopf McNasenhaar finden, natürlich. Ich nenne ihn ab jetzt McNasenhaar. Ja, der gute alte McNasenhaar-Spruch oder Baldy McNosehair. ist natürlich eher im negativen Sinne bei der Fangemeinschaft berühmt. Und berühmt dafür, andere zum Cringen zu bringen. Aber ja, jetzt geht's los mit dem wahrscheinlich süßesten Planeten überhaupt: den Sweet Mountain. Oh mein Gott. Burger, Oreo-Kekse, Kakao, Lollipops, Schokoladenbrunnen, meine Fresse, Diabetes vorprogrammiert. Okay. Hm.
Okay, geht so. Also, von dem Remix bin ich jetzt nicht so wirklich ein Fan. Also zumindest wieder beginnt. So. Oh, da geht's ja auch. Oder sollte ich jetzt mal dahin gehen? Die Konfetti-Rakete oder sind da Jellybeans drin? Gut, gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht finde ich hier noch etwas Feines. Ah, ein Laser! Aus dem Weg hier. Okay, dann mal da rein. Slam! Moment, da war auch noch unten einer, ne? Wieso kann ich da jetzt keinen Boost mehr ausführen? Wollte schon sagen, jetzt geht's auch. Da ist nichts. Man darf ja wohl nachgucken, weil vielleicht befindet sich ja ein roter Ring hier drin. Hätte ich sie jedenfalls so versteckt. Aber schaut so aus, als wäre hier keiner. Nö. Ach, schade. Alter. Die Physik hier. Aber das war auch in Originalspiel auch so. Selbst ja in Sonic Unleashed auch. Okay, mit dem Boost. Wenn man den gedrückt hätte, kann man hier driften. Zusätzlich gedrückt halten mit dem Unlock-Stick. Oh oh. Die Bassbomber. Die wollen es auch natürlich wissen. Und hier bekommen wir es nun mit dem Bohrer zu tun. Du, 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 du. So. Man muss aufpassen, dass einem nicht dazwischen die Bohrerenergie ausgeht, weil... Ja, sonst... ist man deaf. Du, 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 du. So. Komme ich vielleicht noch? Ja. Echt blöd, wenn das hier nicht auch noch vorkommt, aber... Also wenn so ein Bug auch noch vorkommen würde und... wieso fehlen da bestimmt die Outlines bei diesen... Oh mein Gott. Euer Ernst jetzt. Oh, da geht's rein. Ringe. Oh, Moment. Nein, da ist... Oh, shit. Fuck. Ich hab's ja gesagt. Death. Ich dachte, da wäre... Super. Hab auch nicht mehr gewusst, dass das nur, dass man dann ja auch nicht so lange bleiben sollte, weil ich dachte, da wäre auch eine Freistelle. Na schön, versuchen wir es nochmal hier. So, hier eigentlich hätte ich, ich hätte zuerst mit so einer Stelle, ich hätte zuerst gedacht, dass es so eine Stelle wäre. Ich sehe keine... Oh! Da ist einer. Und weiter hier. Durch das Rohr. Hier raus. Na schön. Oh! Oho! Was sehe ich denn da wieder Feines? Die schießen im Hintergrund auf mich und mit den Schaltern kann ich sie... Nice one! Okay, und jetzt wieder zurück. Give me the red ring mit den Lebkuchenkeksen hier. Meine Fresse, also für Diabetiker ist das keine Welt. Hier wird man nur dick und fett. So, das ist nochmal die Stelle hier. Hier kann man nochmal höchstens auffrischen. So, mit X-Knopf beschleunigt man noch zusätzlich. Warum gibt es hier einen Laserwisp? Oje, schnell raus da. Durch das Rohr. Durch das Rohr. Was ist das? Oh, shit, da. Da wäre es reingegangen. Ah, Mann. Oje. Okay, dann halt so auf die klassische Art und Weise. Shit. Warum fail ich hier so mit dem Bohrer? Ah,
Er schwimmt dann eben drunter, aber... So. Durch das Rohr bitte. Es gab ja noch einen schönen, Ich habe ja noch einen Red Ring, den ich holen möchte. Ah, irgendwie kriege ich dann auch das Plattform nicht so richtig hin. So, jetzt aber. Machen wir dasselbe hier. Zurück. Oh mein Gott, also wenn man eine Diät halten möchte, haltet euch bitte von diesem Planeten hier fern. So, und jetzt aber. Da ist eine Röhre. Wieso lande ich wieder hier? Ah, was zum Teufel? War das nur, um die Gegner hier zu erledigen? Oder warum? Schade, ich dachte, gibt's noch einen roten Ring dazwischen. Hoho. Sollte da nicht eigentlich irgendwelche Jellybeans rauskommen? Jetzt kommen die raus. Das funktioniert also auch ab und zu nicht. Eieieiei. Blind Squirrel Games und wow. Okay, ich konnte da noch ausweichen. Blind Squirrel Games und liebe Sega. Muss schon sagen. Oh. Ah, jetzt kommt dieser 100. Ring Unbesiegbarkeit oder was? Alle 200 Ringe. Oder gab's auch was? Das ist auch so ein neues Feature. Also das ist auch ein neues Feature. Hm. Ich glaube, da gibt's noch irgendwo einen roten Ring. Da. Da drüben. Ja, kosten Spaß. So, jetzt aber rüber da. So, was ordentlich. Episch? War das jetzt das letzte Wort? Ich kann es ja sehr schwer verstehen. Leider. Manometer. Uah. Oh je. Naja, nicht so schlimm. Mit dem werde ich fertig. Ja, aber die Textur von den Smarties und oh, von den Jellybeans oder was das auch immer ist, oder M&Ms. Das sieht nicht gut aus. Das haben sie auch nicht überarbeitet. Die haben alles andere überarbeitet, nur das nicht. Schämt euch. Oh, wirklich. So, da ist noch ein Red Ring. Aber Achtung auf die Trampoline. Oder auf die Rakete! Keine Ringe mehr! So, aufpassen. Und jetzt! So, alle außer dem ersten Rotring. Das passt schon. Gut. So, die Bohrer sind jetzt auch frei. Gut, machen wir jetzt noch schnell ein Level, wenn wir schon dabei sind. Act 2. Zu den Oreo-Keksen. Oh ja, hier Quick Steps. Auch eins der ersten Screenshots, die ich mal gesehen habe. Okay, ich wollte schon sagen, gibt es ja irgendwas? Nö. Außer einen Schokoladenwasserfall? Nö. Aber ja, als ich zum ersten Mal von dem Spiel gehört habe, damals, wo ich noch solche Videospielzeitschriften gelesen habe, da habe ich dann auch noch, das war eins der ersten Screenshots, die ich gesehen habe von Sonic Colors. Und ja, das hat für mich wirklich vielversprechend ausgesehen. Und ich konnte nicht glücklich und ich, wurde natürlich nicht enttäuscht. Wie ihr von mir wisst. Ich bin bis heute noch ein riesen Fan von dem Spiel.
Deswegen nehme ich es auch ein bisschen persönlich, wenn sie, ja, was mit dem Spiel passiert ist. So. Okay, wir könnten jetzt weiter oder benutzen einfach mal unseren Luftikus hier. Folge doch bitte Ringspur. Wenn nicht so viel Energie verbraucht wird. Wo müsste ich hier? Vielleicht, ich müsste da runter. Na schön. Oh! Au! Das piekst! Autsch! Was tut man nicht alles für die Rotringe, hä? Ich höre jetzt schon das Ziel. Ja, ich sehe es. Und warum kommen die so schnell runter? Normalerweise müssen die langsam runterkommen hier. Ich meine, das kann man eigentlich auch als zusätzliche Challenge betrachten. Und das ist auch ein bisschen fies. Hinter dem, beim Popcorn da hinten ist auch noch ein roter Ring. Hey, Moment. Gott sei Dank, ich darf hier nochmal zurück. Ah, das ist auch fies. Was? Ich sterbe dadurch nicht? Okay. Immerhin. Wieso wird der sofort nicht der Ringspur weiter hier? Come on. Weiter, weiter, weiter. Ey! Habe ich noch eine Chance? Kommt noch ein Luft... Ich habe keinen Luftikus mehr. Wollte mich verarschen. Ja, toll. Das wird heftig, hier den roten Ring zu bekommen. Shit. Tja, dann halt wieder unter die Erde. Drill! Hm. Hier gibt es auch noch eine Luftikusstelle. Oh, ich glaube, das war die falsche Röhre, oder was? Und wieder so eine Stelle. Nein, ich bin ja wieder dort, wo ich war. Was? Okay. Aber ich kriege ja keinen Luftikus hier mehr. Leider. Ich habe einfach kein Recht mehr auf einen Luftikus. Aber mir fällt auch auf, die Homing Attack funktioniert wirklich hier deutlich besser als in Forces zum Beispiel. Da bin ich auch froh, dass... Also, dass das, ja, das ist auch eine weitere Sache, warum... Ja. Warum, was, warum ich über Forces noch zusätzlich enttäuscht bin. Weil... Ja, Flaschenzug heißt das, okay. Wollte gerade sagen, da ist noch was. Der nächste Red Ring! Yay! Uhu! Aus dem Weg, Spackos! Okay, hier fällt man wahrscheinlich rum. Oh nein, oder auch nicht! Shit! Oh! Ringe, ich bin reich! Ganz schön viele zusammenbekommen. Ja, reicht aber noch lange nicht, noch nicht mal annähernd für B-Rang. Tja. Aber wirklich, auch alleine dadurch, weil die Homintech so viel besser funktioniert, macht das auch umso mehr Spaß. Ja, ich hab, ja, trotz der Mankos hier habe ich wirklich meinen Spaß, also... Es funktioniert an sich schon gut, weil wenn das Spiel wirklich so gut läuft, ist es wirklich ein hervorragendes Remaster und spielt sich halt so wie Colors nur ein bisschen besser. Aber es hat auch Geschmackssache, wie man die neuen Features findet, weil ich bin auch kein Fan von den T-Save-Feature. Aber wenn man halt, so wie ich das noch ignorieren kann und so richtig das Level, die Level und alles genießt und auch die Platforming... Challenges, weil das Spiel legt ja auch mehr den Fokus auf Plattformen, weniger auf Speed. Gut.
das ist jetzt auch nicht wirklich unbedingt ein großer Faktor für ein großartiges Sonnenspiel, weil das hat auch Sonic 1 jetzt nicht mehr gut altern lassen, weil der Fokus auch mehr auf Plattforming gelegt wird und weniger auf Speed. Bei einem Großteil von den Leveln, oder zur Hälfte, denke ich mal. Ja, dann eher schon zur Hälfte fast, weil... in Green Hill und den, sag schon. Wie ist nochmal die fünfte Zone? Starlight Zone, genau, Starlight Zone. Und ich glaube auch in der Scrapbrain Zone, da ist schon ein bisschen mehr Fokus auf Speed gesetzt. Naja, obwohl, Scrapbrain hat dann schon wirklich ein... Scrapbrain ist dann schon eher auch auf geschicktes Plattformen und... ja, Verhindern von und Ausweichen von Hindernissen belegt, ich glaube schon, ja. Ja, es ist eine Mischung. Ein bisschen Speed ist da auch vorhanden, aber hauptsächlich ist es eher so eine Art Hindernis, also viel mehr Hindernisrennen als die anderen Zonen. Und Starlight Zone und Green Hill Zone sind dann eher schon mehr auf Speed und also schon mehr auf Speed, aber auch mit einem leichten Hauch von Platforming drin, während der Rest schon mehr auf Platforming setzt. Gut, Springyard war dann auch schon ein bisschen mehr Speed gesetzt, aber hat auch einige Wartesequenzen, wo man wirklich, ähnlich schon wie in der Marble Garden Zone, oder nein, Marble Zone hieß es. Ich muss aufpassen, dass ich die beiden nicht verwechsle miteinander. Und Labyrinth Zone, wir wissen ja, wie es mit der Zone ist. Aber ja, na gut, liebe Leute, im nächsten Part versuchen wir, Sweet Mountain abzuschließen. Und wenn man geht, wenn es dir gefallen wurde, das bestimmt mir sein. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen und dann seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Ficket hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Sonic Colors Ultimate. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.